Moin Leute, heute möchte ich über zwei Filme reden, die ich vor kurzem gesichtet hatte, die mir bestellt worden sind. Und natürlich ist es einmal Yes, God, Yes, in Hauptrolle mit Natalie Dyer, die man aus Stranger Things kennt, und den Psycho-Thriller, nämlich Run. In der Hauptrolle sehen wir da auf jeden Fall Sarah Paulson, die kennt man ja aus American Horror Story. Ja, ihr seht hier schon, ich habe hier erstmal eine DVD und eine Blu-ray am Start. Ja, das könnt ihr nachher gewinnen, bleibt also bis zum Schluss dran. Zu Yes, God, Yes gibt es auch eine DVD zu gewinnen, die könnt ihr jetzt aber hier nicht sehen, weil die nicht angekommen ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin Dennis, das ist eine neue Folge Nerdcheck. Und wenn du natürlich Filme und Serien liebst, dann drück doch mal auf den Abo-Button, weil ich ja öfters mal Kritiken Ende erkläre und natürlich andere Sachen mache, Faktencheck und so weiter. Leute, los geht's! Ja, da beginne ich erstmal mit Run. Run ist auf jeden Fall ein Psychothriller, der 89 Minuten geht, der bei Hulu letztes Jahr gestartet ist und jetzt sein Heimkino-Debüt feiert. Schon ein bisschen länger jetzt raus, habe jetzt länger hier gedauert, meine Kritik. Und wir sehen auf jeden Fall in diesem Streifen Sarah Paulson als fürsorgsame Mutter, die auf die 17-jährige Chloe aufpasst. Die hat natürlich auch so verschiedene Krankheiten wie Multiple Sklerose, also bis hin zu Diabetes und anderen möglichen Krams. Tja, und da war das Mikrofon weg gewesen und schaltet nachher auf die Kamera ein. Tut mir leid, wir wissen heute für die Tonprobleme, aber ihr merkt schon, die Richtung von Run ist natürlich, sie kann nicht hinkommen. Der Twist ist eigentlich ganz nett gemacht, der ist ein bisschen, sag ich mal, vorausschaubar, das Foreshadowing ist ein bisschen da, aber es ist wirklich ein sehr guter, kurzweiliger Psychothriller mit einer brillanten Sarah Paulson. Die hat das ja schon bewiesen bei Ratchet oder bei American Horror Story. Dagegen haben wir natürlich auch die Newcomerin Keira Allen, die ja halt die Tochter spielt. Hier ist es ja einfach ein Mutter- und Tochter-Duo. Und ich muss sagen, sie spielt das sehr sensibel, aber hat auch sehr das Faustdick hinter den Ohren. Also ich finde auf jeden Fall, Run kann sie sehen lassen, war zu Recht bei den Kritikern und bei Hulu, bei den Zuschauern wirklich beliebt, weil es ist wirklich ein spannender Thriller, der zum Beispiel Searching, aber sogar noch besser, also besser als Searching dasteht. Also, darum ist Run für mich einfach eine Filmempfehlung. Ich würde dir eine 8 von 10 geben. Diese 89 Minuten gingen so schnell rum. Das war spannend. Der Twist war wirklich sehr gut gemacht. Und ja, gehen wir zum nächsten Film. Ja, den zweiten Film, den ich besprechen möchte, ist auf jeden Fall Yes, God, Yes. In der Hauptrolle sehen wir Natalie Dyer als Alice. Ist eine Mischung aus Coming of Age mit Komödien und Dramaanteilen. Basiert auf einem Kurzfilm von Karen Maine, die ja den damals rausgebracht hat, hier auch Regie und als Autor fungiert, macht ihre Sache soweit überdurchschnittlich bis solide, finde ich. Aber das Ende ist ein bisschen nicht gelungen, meiner Meinung nach, weil der Film geht auf jeden Fall 1 Stunde und 18 Minuten. Wir sehen hier eine Alice, ein unschuldiges katholisches Mädchen, die natürlich ihre sexuelle Triebe so ein bisschen herausfindet. Ihr wisst ja, katholisch, kein Sex vor der Ehe, das thematisiert dieser Film. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht sogar das großartige Thema, von was ich mir jetzt so gerne natürlich anschaue, aber ich habe ja natürlich jetzt alles so ein bisschen bewertet, was ich an diesem Film gut finde und was nicht. Und da muss ich einfach sagen, die Geschichte ist schon interessant. Ich bin halt nicht katholisch, muss ich sagen, und die Ansichtsweise kann man vertreten, gibt es eine Daseinsberechtigung und es ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall, Natalie Dyer spielt die Alice eigentlich so durchgehend schon solide. Ich finde aber, sie kann das schon ein bisschen besser. Hat sie auch in Stranger Things bewiesen, dass sie besser schauspielern kann. Ja, also ich muss sagen, der Film an sich ist so sehr zäh, sehr ruhig. Kommt dann so langsam ab der Hälfte in Fahrt. Und das Ende finde ich einfach nicht rund. Und da fehlte irgendwie ein bisschen noch sowas. Da hätte man 12 Minuten das länger machen können, auf 90 Minuten aufrunden können. Und da wäre es auch perfekt gewesen. Ja, an sich ist so Yes, God, Yes, ihr merkt schon, ein Film, den kann man sich angucken, ist schon ein bisschen interessant, aber irgendwie fehlte da was. Und daher bekommt Yes, God, Yes von mir eine 5,5 von 10. So, jetzt sind wir zum Ende angekommen. Nochmal vielen Dank an Leo9 für Run und natürlich Capra Pictures für Yes, God, Yes, die ich ja vorher absichten konnte. Ja, auf jeden Fall nochmal Dankeschön. Dann kommen wir aber jetzt zum Gewinnspiel. Ihr könnt natürlich einmal ein Filmpaket gewinnen. Eine DVD und eine Blu-ray zu Run, also zwei Gewinner auf jeden Fall. Und der dritte Gewinner kann eine DVD zu Yes, God, Yes gewinnen. Jetzt müsstest du natürlich gewinnen, was musst du dafür machen? Du musst auf jeden Fall ab 16 sein, aus Deutschland kommen und bis zum 15. Februar 2021 kannst du hier mitmachen. Du musst natürlich einen Kommentar setzen mit dem Hashtag Nerdcheck und natürlich gerne liken und abonnieren.
So, Leute, da sind wir auch am Schluss angekommen. Alle stehen noch in der mit Bedingungen, stehen noch in der Videobeschreibung drin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Video. Da wird es nämlich um Hannes Thief gehen mit Liam Neeson, was für ein Wort. Und natürlich die neue Folge WandaVision werde ich wieder besprechen. Leute, ich würde sagen, ne, bis dann und schauen, bam!